Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In diesem Video möchte ich euch einmal einen Energiespartipp geben. Und zwar betrifft das alle die, die eine Zirkulationspumpe für die Warmwasseraufbereitung haben. Ich möchte euch zeigen, wie ihr da viel Energie sparen könnt. Hier könnt ihr meine Zirkulationspumpe einmal sehen. Die hat die Aufgabe, dass das warme Wasser, was hier in dem Kessel gespeichert wird und auch aufbereitet ist, regelmäßig in den Leitungen im Haus zirkuliert und somit, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, dann auch sofort ganz komfortabel warmes Wasser aus der Leitung kommt. Nun ist es natürlich so, diese Pumpe ist dadurch regelmäßig im Betrieb und zirkuliert das Wasser eben im Haus, ja, durch die Gegend, dass so halt immer auch wirklich warmes Wasser an den Wasserhähnen anliegt bzw. an den Duschköpfen. Das braucht einmal Strom von der Pumpe und natürlich auch der Kessel, der springt hier häufiger an, weil natürlich in den ganzen Wasserleitungen, da geht wesentlich schneller die Wärme verloren von dem Wasser. Wenn das dann zu kalt wird, muss es eben wieder umgewälzt werden. Das kostet einmal Gas, weil ich mit Gas heize, und natürlich Strom. Und genau hier muss man sich einmal überlegen, wann man das überhaupt braucht. Braucht man das nachts? Braucht man das, wenn man auf der Arbeit ist und gar nicht zu Hause ist? Deshalb macht es durchaus Sinn, diese Zirkulationspumpe auch mal abzuschalten. Moderne Zirkulationspumpen, die haben schon eine eingebaute Zeitschaltuhr. Meine hat das nicht, deshalb habe ich hier eine Zeitschaltuhr einmal dazwischen geschaltet. Bedenken sollte man dabei aber, wenn man sein Trinkwasser damit aufbereitet, so wie das bei mir ist, da ist ein Trinkwasseranschluss mit dran, dass die Gefahr von Legionellen besteht, wenn man die zu lange abschaltet. Man sollte das daher nur 8 Stunden am Stück machen. Und ja, in der Zeit von 22 bis 6 Uhr, da brauche ich zumindest kein heißes Wasser und habe dementsprechend meine Zeitschaltuhr halt programmiert. Wer jetzt nicht in der Lage ist, die abzuschalten, weil vielleicht kein Netzstecker dran ist, sondern das Ganze hier im Gerät irgendwo verbaut ist und das Gerät auch die Möglichkeit nicht hergibt, eine Abschaltung, dann kann man das zumindest wenigstens runterregeln in der Zeit, wo man das eben nicht so benötigt. Ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch beim Energiekostensparen. Ja, wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacTaverick.